Hallo Leute, ich freue mich sehr, hier zu sein. Es ist nicht nur mein erster Kongress als Sprecher, sondern auch als Besucher. Und es ist toll, was ich hier in den letzten Tagen gesehen habe. Ich werde über die Kunst des Scheiterns sprechen und das Improvisationstheater. Aber ich möchte über Theater im Generellen sprechen. Ich arbeite als Leiter eines Jugendtheaters, damit treffe ich jeden Tag junge Leute im Alter von, und zusammen machen wir ein Theaterstück. Dabei finden wir viele Methoden des Improvisationstheaters und es gibt einem eine spezielle Geisteshaltung, wie man auch im richtigen Leben mit Fehlern umgehen kann. Was ist Theater? Theater ist natürlich das. Viele Eindrücke, viele Ausdrücke, viele Emotionen, sehr dramatisch. Daher kommt auch das Wort dramatisch, Drama, Theater. Aber hinter dem Vorhang ist Theater manchmal so wie das hier. Man kommt gut vorbereitet und möchte sein Bestes geben. Und die anderen bei der Probe, warum sind die nicht da? Warum haben die keine Energie? Warum haben sie ihren Text nicht gelernt? Bin ich hier der Einzige, der ernsthaft arbeiten möchte? Was ich euch sagen kann, ist, dass die anderen in der Gruppe das Gleiche über dich denken. Das ist was übers Theater. Das liegt meistens hieran. Im Theater geht es nicht über Text und seinen Text zu behalten. Alleine zu Hause ist es einfach, sich den Text zu merken. Und dann weiß man, dass eine andere Person was sagen wird, man weiß aber nicht was. Und dann fange ich wieder an. Und der andere wartet auf einen und fragt sich, hey, jetzt ist gerade meine Zeit, bist du dran, das sag doch mal. Und jetzt werden wir über diese Zusammenarbeiten reden, etwas zusammen machen, ist sehr wichtig und wir werden darauf zurückkommen in ein paar Minuten. Zuallererst, das letzte Bild, das ist das Wichtigste im Theater. Sei nie gegen den Direktor. Das sind sehr wichtige Leute, sind sehr wichtige Menschen. Die haben eine gewisse Idee, was das Ziel ist von dem Vortrag, von der Vorstellung. Und die wollen, dass du das auf der Bühne machst. Und man weiß nicht, was der denkt. Und da kann man nie wirklich gut da drin sein. Aber wenn der sagt, hey, du musst hier stehen, dann stell dich einfach dahin und sag nicht, aber ja, nicht schöner. Nein, machen, was der Direktor sagt. Und das ist ein sehr striktes Bild vom Theater und das ist das traditionelle Theater. Und im 21. Jahrhundert haben sich Leute beschlossen, das Improvisationstheater durchzumachen. Und das kann nicht passieren, wenn man Improvisationstheater macht. Man kann nicht die Zeilen vergessen, die man auswendig lernen sollte. Improvisationstheater ist dafür, dass man spontan etwas macht, etwas Großartiges macht, rein daraus aus etwas, was vor ein paar Sekunden noch überhaupt nicht da war. Und Improvisationstheater ist auch immer, dass man was trainiert, aber nicht übt. Also man hat ein Improv-Trainieren und nicht ein Improv-Probe. Man lernt ein paar Sachen, man übt die mit Partnern und später zeigt man sie auf der Bühne. Und um mal ein kurzes Beispiel dafür zu haben im Improvisationstheater, werde ich jetzt ein kurzes Video zeigen von einer Improvisationsgruppe und die werden ein Spiel spielen, das heißt, ich bin ein Baum. Und es wird genannt, ich bin ein Baum. In der ersten Zeile kommt eine Person auf die Bühne und sagt, ich bin ein Baum und blüht wie ein Baum. Und jetzt, wenn der erste denkt, sagt, ich bin ein Apfel und er wird ein Apfel. Und eine dritte Person kommt auf die Bühne und sagt, ich bin ein Wurm. Aber ein Baum, ein Apfel und ein Wurm. Und dann kommt die Baumperson, eine von den anderen Personen sagen, ich nehme das. Ich nehme den Wurm. Und dann gehen der Wurm und der Baum von der zurück und dann sagt er das nochmal, ich bin wieder ein Apfel.
Und Leute von der Improv-Gruppe, die über Apfel denken, denken die nicht über die Person, die Frucht, sondern über den Computer und sagen, ich bin ein iPhone und sehr dünn, und ein anderer kommt, ich bin eine schlechte Batterie leben und stirbt. Vielen Dank fürs Lachen. Okay, jetzt lasst uns noch mal anschauen, also das Video anschauen. Yay! Hallo alle zusammen, wir werden gerade ein bisschen Improvisation zu tun, wir haben keine Ahnung, was passiert, es wird gerade jetzt passieren, es wird nie wieder gesehen werden, es wurde noch nie gesehen. Ich bin ein Baum. Ding! I'm a tree. Ich bin ein Baum! Ich bin ein Schwung. Ich bin eine Schaufel. Ich bin ein Baum. Ich bin ein Ast. Ich bin ein Blatt, das runterfällt. Ich bin ein Ast. Ich bin ein Banker. Ich bin eine Süßigkeiten-Schärfin. Ich bin ein Löffel für Minze. Ich bin ein komischer Typ. Da ist der Typ. Ich bin ein Freund. Ich bin eine. Ich bin ein Freund. Ich bin ein Ring auf dem Boden. Ich bin eine Freundin. Ich bin ein Extrapfund. Ich bin ein kleiner Extrapfund. Ich bin ein Fan von Nesca. Ich bin. I take the NASCAR fan. Arthritis. Ich bin ein Aspirin. Ich bin eine Person mit einem Mund. Ja, ich bin eine Person mit dem Mund. Ich bin eine Person mit einem Ohr. Ich bin eine Person ohne die beiden. Ich nehme die Person ohne das Ohr. Ich habe viel Geld. Ich bin ein Einbrecher. Ich nehme das Geld. Ich bin ein Einbrecher. Ich bin ein offenes Fenster. Ich bin eine Antiquität. Ich nehme die Antiquität mit. Ich bin ein ausgerechneter Teenager. Ich bin der Curtain, der im Wind fegt. Ich nehme den Vorhang. Ich bin ein Baum. Applaus. So, das Spiel endet, wenn der Baum wieder da ist. Sollte nicht länger als 3 Minuten dauern, wie wir hier gesehen haben. Das ist auch ein gutes Beispiel für. 2 oder mehr Leute wollen die gleichzeitig auf die Bühne, aber nur einer hat es gemacht und das ist sehr wichtig. Es ist über Theater ist über Zusammenarbeit, Teamwork, das ist, was man trainiert im Improvisationstheater. Hier ist noch ein Zitat von Keith Johnston. Der ist der Gottvater des Improvisationstheaters. Er hat das Format des Improvisationstheater-Sports entwickelt. 2 Gruppen spielen gegeneinander und das Publikum entscheidet, welche Truppe gewonnen hat und gewinnt einen kleinen Preis. Er hat die meisten Spiele entwickelt, die im Improvisationstheater-Training gespielt werden. Gute Improvisateure scheinen Telepathen zu sein. Es sieht so aus, als wäre das alles vorher arrangiert worden, weil sie alle Angebote wahrnehmen. Das machen die meisten Leute nicht. Nimm alle Chancen wahr, die sich dir bieten. Jetzt sehen wir ein weiteres kurzes Video. Das ist ein Google Tech Talk mit Tina Fey auf Einladung von Erik Schmidt. Er spricht mit Tina Fey. Sie ist eine sehr berühmte amerikanische Schauspielerin, Regisseurin, Comedian. Die meisten von euch werden sie kennen. Sie erklärt die Impro beispielsweise. Stopp, ich habe eine Waffe. Die ich dir für als Geburtstagsgeschenk gegeben, als Hochzeitsgeschenk gegeben habe. Wir sind nicht verheiratet. Verheiratet ist eine Verneinung, das ist ein Fehler. Das ist die erste Regel des Improvisationstheaters, dass das ein Fehler ist. Das ist das Problem mit einem Ingenieur, dem man sowas beibringen möchte. Es braucht lang, um diese Basic-Regeln zu lernen.
Die sind auch in meinem Buch. Dass an Orte heißt, Improvisationsolympiade in Chicago. Und es sind auch ein paar Grundregeln in der Konversation. Wenn man etwas aus nichts erstellt, dann ist die allererste Regel, zuzustimmen. Mal ja zu sagen. Wir haben das nicht erfolgreich gemacht. Und ich habe gesagt, hier ist ein Gun. Ich habe nicht gesagt, das ist kein Gun, das ist ein Finger, den du da hast. Was eine Google-Person potenziell sagen würde. Sondern wir haben darüber, waren darüber einig und die nächste Regel ist, ja und. Also, was erweitern, das, was gesagt wurde, erweitern. Diese Pistole, die du in unserem und dann haben wir eine Steinwand getroffen, weil du Nein gesagt hast. Und viele Leute haben dieses Problem. John Rivers hatte auch großes 1960er. Und der hat auch diese klassische Sache gesagt. Ein paar Sachen, die hat gesagt, ich wollte eine Scheidung. Und die dann sagte, hey, was ist über die Kinder? Wir haben keine Kinder. Und in dem Moment wurde das sehr groß ausgedacht, aber es zerstörte die Szene. Und das ist meine Antwort, ja, wir haben Kinder, weil ich hätte nicht so gesagt, dafür brauchen wir die Scheidung. Ja, ich habe ein paar andere Kinder. Ja, das ist genau die Idee davon. Also, zumindest Eric Schmidt hat sehr schnell gelernt. Und jetzt lassen wir nochmal nachschauen, diese vier Regeln, die wir haben. Die vier Regeln sind, zuzustimmen. Immer zu sagen, ja, wenn ich zum Beispiel jetzt sagen würde, schau mal, was ich hier gesehen habe. Das ist ein ganz neues iPhone 7. Es hat ein wunderbares Batterieleben und sagt, es dauert endlich, reicht endlich den ganzen Tag. Und man sagt mir nicht, das ist nie möglich, das muss ein Samsung Galaxy-Handy sein. Das sollte man nie sagen, sondern man sollte immer sagen, oh, cool. Und dann muss man irgendwas hinzufügen. Sag nicht immer nur ja, sondern ja und. Oh, cool, aber ich sehe, da braucht man einen neuen Apple-Leder-Backpack, den man mittragen kann, weil es jetzt viermal so dick ist als vorher und es kostet, was haben Sie gesagt, 2000 Euro? Ja, jetzt kann ich 2000 Euro für mein Handy ausgeben. Ist das nicht großartig? Irgendwas so ähnlich. Und die dritte ist, sage Dinge. Sag nicht nur, schau mal, was ich hier habe, dann kann der andere Seite sagen, wow, und weiß immer noch nicht, was das ist. Also mach Aussagen. Viertens, das sind keine Fehler, sondern nur Möglichkeiten, die uns zurückbringen zu dem Inhalt diesem Vortrag. Wenn ich sage, oh, schau mal, was ich hier habe, ein iPhone 7, wunderbares Batterienlife, sagt man nicht, nein, das muss ein iPhone Samsung Galaxy sein, aber die Person hat es jetzt gesagt, was muss man jetzt damit machen, kann man vielleicht helfen, oh, anscheinend war da ein Fehler. Oh, wirklich, die sind jetzt wirklich gut dabei, Gabe Ippels Design zu imitieren. Die haben sogar einen Apfel hinten drauf gemacht. Und so etwas. Das ist eine dieser Improvisationsregeln von Improvisa. Und das sind nur Möglichkeiten. Was hilft das uns? Es gibt diese Spruch, es ist kein Bug, es ist ein Feature. Es ist wichtig, jede Chance zu nutzen, dass man hat. Wenn ihr spielt im Theater mit einer anderen Person, dann wirklich nimmt jede Chance wahr. Also ihr könnt sehr viel machen, es ist die iPhone 7, es ist ganz neu, es hat ein langes Batterieleben. Also es gibt sehr viel Öffentlichkeit, sehr viele Chancen zu spielen. Wenn irgendwas schief geht, dann versuch mal es besser daraus zu machen, ohne zu sagen, es ist nicht passiert. Oh, das muss ein Samsung Galaxy an. Nein, das ist ein iPhone. Also das wäre, also er hat ja so zu passieren, also zu tun, als ob es nicht passiert wäre. Und das ist falsch. Ja, wir sagen, ja, es ist ein, wir haben 10 Bugs. Und die Person, die 10 Bugs kriegt, einen Preis. Das wäre eher in Richtung von Improv-Theater, Improvisationstheater. Die meiste Zeit, es gibt irgendjemanden, um euch zu unterstützen. In Improv-Theater gibt es immer jemanden, der euch unterstützt. Im Leben nicht immer, aber wenn man in der so näher guckt, es wäre dort ja jemand. Also wenn ich sage, nein, das ist ein Samsung Galaxy und diese Person sagt, oh, was mache ich jetzt? Eine dritte Person könnte reinkommen von der Improvisationsgruppe und sagt, und ich bin einem passend, ich bin ein Patent. Und das wären drei Leute, die auf die Bühne sind. Und das ist eine gute Sache damit. So,
Dann haben wir Del Close's 11 Gesetze, Gebote. So, der war sehr bekannt und sehr populär, Coach für Improvisationstheater, für Schauspieler und für Comedian. Und er hat 11 Gebote. Nummer 1. Ihr seid alle unterstützende Schauspieler. Es ist alles ein Teamwork, Teamarbeit. Nicht immer versuchen, der Beste im Team zu sein, weil dann ist es Team gegen Team. Also wenn ihr als Team arbeitet, arbeitet als Team. Das ist Nummer 1. Nummer 2. Immer überprüft eure Impulse. Ihr wollt eine Chance nehmen, aber ihr müsst dafür für diese Chancen gucken. Wo sind diese Chancen? Also aufmerksam sein. Nummer 3. Also geh niemals in eine Szene, es sei denn, du wirst gebraucht. Es ist für mich besonders wichtig, ich arbeite mit jungen Leuten jeden Tag und natürlich, es werden Situationen sein, wo ich muss da reingehen, aber meistens es ist nicht nötig. Und wenn die Jugendlichen agieren, ja, okay, sie machen Fehler, aber sie lernen von diesen Fehlern. Und deswegen wirklich reingehen, wenn ihr benötigt werdet, also wenn es nötig ist. Und nicht ein paar Sekunden vorher. Das ist schwierig und man muss das auch trainieren. Weil wenn ihr Impro-Theater macht, ihr seid auf die Bühne. Also nur, wenn es nötig ist. Nummer 4, rettet eure Freunde, eure Mitschauspielern und kümmert euch nicht um den Theaterstück. Irgendjemand hat ein Problem, dann, oh nein, die Szene ist ruiniert, was können wir jetzt machen? Nein, irgendwas tun, um den Partner zu helfen. Und dann wird ein Theaterstück wieder gut. Die erste Verantwortung ist, zu unterstützen. Also das ist ein Team. Also nicht gegeneinander spielen, zusammen spielen. Und unterstützt jeder andere. Und es wird deutlich schöner. Nummer 6. Also arbeitet aus dem Kopf von Anfang an, immer mit der erste Gedanke zu arbeiten. Also der erste, der kommt und sagt, ich bin ein Baum. Okay, was ist ein Baum? Könnte es in einem Wald sein? Ist es Weihnachten? Könnte ich was mit Weihnachten machen? Und die Leute, die dazugucken, die Zuschauer, sehen eure Gedanken nicht. Und die 10 Sekunden, das ihr braucht zu denken, da, okay, wenn der erste Gedanke ist Wald, dann macht einfach was mit Wald. Nummer 7, nicht unterstützen die, Und das Stück am Ende ist, dann kann man schauen, hat das Publikum hingekriegt, erkannt, was ich machen wollte. Eine Person wird es immer mitkriegen, was man zeigen wollte. Und meistens kriegt jeder die Idee. 8, keine Witze, außer es ist vorher gezeigt, dass es ein Witz ist. Wenn man witzig ist, ist das Ziel nicht witzig zu sein. Die meisten witzigen Situationen auf einer Bühne kommen daher, dass man den Witz nicht vorbereitet, sondern einfach in dem Moment agieren, dann wird man eine Situation haben, die witzig ist. Und natürlich, wenn man auf die Bühne kommt und sagt, hey, wollt ihr einen Witz haben? Und die andere Person ja sagt, dann sagt man, nee, darf ich nicht, dann muss man den Witz erzählen, dann muss man weitermachen. Nummer 9, Vertrauen, das ist sehr wichtig. Die anderen Schauspieler vertrauen, dass sie sich unterstützen, weiterkommen, wenn du einen Fehler machst. Und trau auch in dich selbst. Sich dem Partner zu vertrauen, muss man sich selber vertrauen zuallererst. Und dann können wir einander trauen in einer Gruppe und wir können aufeinander aufbauen. Also wieder Teamarbeit. Also wir müssen zusammen machen. Und wenn wir zusammenarbeiten, dann weiß jeder, dass was rauskommt, was Gutes ist. Und weil wir eine sehr gute Gruppe sind. Und weil es ist, warum wir eine Gruppe sind. Wir helfen einander und wir unterstützen einander. Und 10. Versuch, die anderen nicht daran zu richten, was gerade passiert. Wenn man auf die Bühne kommt und sagt, ey, du hast eine dieser Regeln gebrochen, das ist sehr schlimm. Dann, nee, einfach was machen. Wenn man nach Fehlern sucht, dann wird man sie finden. Und das ist etwas, was ich ziemlich sicher bin, dass jeder von euch schon mal gesehen hat im eigenen Leben. Wenn man anfängt, nach Fehlern zu suchen, dann wird man sie finden. Und Improvisation ist die Regel, man schaut nicht nach Fehlern, dann wird man sie auch nicht finden, weil jeder Fehler eine Möglichkeit ist. Sondern sucht nicht nach Fehlern, sondern nach Optionen. Der letzte
Grundregel ist Zuhören. Man arbeitet als Gruppe, man hört einander zu. Und das ist ähnlich wie, schau immer auf die Möglichkeiten, die man hat. Wenn man selber etwas macht, dann muss der andere davon auch mitbekommen. Und das bringt uns zu der zweiten Zitat. Wieder was von Keith Johnson. Das sind Leute, die mehr Ja sagen wollen. Es gibt Leute, die vorziehen, immer Nein zu sagen. Die, die Ja sagen, werden ein guter Advent Probleme haben. Und die, die Nein sagen, kriegen die Sicherheit. Und das bringt uns zu dem Motto dieser Gruppe. Natürlich können wir in unserer Gesellschaft bleiben und das ist sehr schön und sehr gemütlich und es wird nichts passieren, man ist sicher in der Gruppe. Aber man wird so viele tolle Sachen, die da draußen sind, einfach verfehlen. Also sagt ja und dann kriegt ihr neue Abenteuer. Also das ist eine dieser, damit möchte ich enden, das ist das Motto von diesem Kongress und zerstört die Grenzen, zerstört die Regeln, arbeitet zusammen. Vielen Dank. Okay, thanks very much for the talk. So if you have any questions, please line up at the microphones and we will get your answers to that. No questions from the internet. Oh, there's a question over there at mic number 7. Eine Frage von Mikrofon 7. Do you practice your talk or do you improvise? Hast du diesen Vortrag geübt oder hast du improvisiert? Sehr gute Frage. Sie haben sicher gehört, ich bin kein Native Speaker. Ich habe es am Beginn gesagt. Wenn ich es in Deutsch gemacht hätte, hätte ich nur improvisiert. Aber weil es in Englisch ist, habe ich es einmal improvisiert, habe versucht, es zu behalten. Und gestern und heute habe ich es nochmal wiederholt. Es war keine Probe. Ich hatte keine Notizen oder sowas. Ich habe nur versucht, es zu wiederholen und zu trainieren. Ja, so ein bisschen. Okay, Mic number 2. Mikrofon 2. I once did an improv course and I definitely wanted to do. War einmal im Improvisationstheater und ich möchte es nochmal probieren. Ich danke dir für den Talk. What I wondered about, I had another friend. Was ich mich gefragt habe, hatte einen anderen Freund bei einer anderen Konferenz und der hat auch Improvisationstheater gemacht. Und während der Konferenz hat er mir das ein bisschen probiert. Ich wollte wissen, wie das im realen Leben ist. Das ist einmal das Improvisationstheater, wo man sich trifft und für die Spiele macht, wie die Interaktion in der Realität ist. Man sagt, wir gehen ins Hotel und versuchen, einen Raum zu buchen. Das ist mehr so ein Improvisationstraining, aber es ist ein sehr gutes Training. Ich versuche das nicht in der Das ist das versteckte Theater. Es wird improvisiert, man weiß nicht, was passiert. Man weiß nicht, was passiert in einem öffentlichen Raum passiert, wenn man den Leuten nicht erzählt, dass es ein Theater ist. Das ist Aber es ist trotzdem ein Teil des Improvisationstheaters? Du kannst Improvisation trainieren, indem man es macht. Nächste Frage von Mikrofon 1. Ich weiß nichts über Improvisationstheater bisher, aber ich bin sehr gespannt auf dieses I am a tree game. Können wir das nachher ausprobieren? Ja, ich kann euch ein paar zeigen, niedergeschrieben. Wir können uns nachher gleich treffen. Ich habe auch in die Beschreibung des Talks geschrieben, dass es einen Workshop geben wird. Das war sehr optimistisch, weil ich erst einen Talk machen wollte und dann sehen wollte, wer daran Interesse hat. Wenn ihr mich nach dem Talk hier findet und mehr als 3 Leute das machen wollen, dann können wir sowas zusammen morgen machen. Morgen. Okay. More than 3, but not more than 20. Zwischen 3 und 20 nur, bitte. 23 Leuten. Vielen Dank, dass ihr zum Talk gekommen seid. Danke, dass ihr den gehalten habt. Ihr könnt im